wurden heute am Dienstagvormittag alarmiert zu einem Verkehrsunfall LKW gegen PKW. Und auf der Landstraße zwischen Großumstadt und Lengfeld sind dann mit unserem Rüst- und Hilfeleistungszug angerückt und haben einen Kleinwagen gegen einen LKW vorgefunden. Also die Fahrerin des Kleinwagens war dann massiv im Becken- und Beinbereich eingeklemmt und wir haben dann die technische Rettung durchgeführt. Wir mussten mit schwerem Spreiz- und Schneidgerät vorgehen. Parallel musste dann auch der LKW von der Unfallstelle mittels der Seilwinde weggezogen werden, dass wir einfach genug Arbeitsraum hatten, weil die Einklemmung so massiv war an der Stelle. Es gab zwei Verletzte, einmal den LKW-Fahrer und dann nochmal die eingeklemmte Person im PKW. Und insgesamt waren wir mit 22 Einsatzkräften vor Ort.